Die Tür jetzt aus. Man sieht natürlich, das Stück hier rechts ist schmaler als ein so ein Brett, da muss ich mir was überlegen. Entweder kaufe ich mir da was zu oder sägt das lange Teil, was da gerade liegt, ein bisschen schmaler. Ja, muss warten. Ich warte noch auf Teile, und zwar das Scharnier. Schon länger bei eBay ersteigert, ist noch alles auf dem Postweg. Ja, da muss Geduld her. Ansonsten ist hier draußen nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen was. Ich habe mir Weide besorgt und Forsythie und die hier überall reingepflanzt. Ja, das ist neu. Dann habe ich hier gewerkelt. Kann man, glaube ich, erkennen. Also der Bereich hier hat deutlich mehr Erde gekriegt. Jetzt kann man ein bisschen Konturen sehen. Ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen Erde draufpacken. Das wird ja noch ein bisschen absacken. Und ja, ansonsten weiß ich jetzt, wo ich hier hinten lang will. Und zwar hier wird ein Weg hochgehen, damit man hier überhaupt hinkommt. Und oh, da wächst ganz viel, sehe ich. Schön, bisschen grün. Ja, die Erde hier soll ja noch weg und der Platz genutzt werden. Hier sollte der Zaun hin, habe ich in einer anderen Folge erzählt. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr das verpasst habt. Und ja, eins am anderen. Ich habe hier auf jeden Fall schön viel Erde jetzt gerade zur Verfügung, was auch nicht so verwurzelt ist. Hier ist ja überall mega viel Wurzelkram und hier habe ich bisher Ruhe gehabt, außer die Wurzelgeschichten vom Baum. Hier grünt es und ist nicht wirklich viel oder so. Vielleicht taugt das auch nichts, keine Ahnung. Ja, das sieht so aus, als ob es irgendwie so halb eingeht, keine Ahnung. Wahrscheinlich sieht es normal aus. Aber hier geht was ab und da hinten, man sieht's. Nee, wo ist er? Da ist der Grüne. Da ist auf jeden Fall auch noch was am Wachsen. Und ich habe mir vorgenommen, die werde ich als erstes retten heute. Da die Türgeschichte warten muss, ist das auch eine gute Sache, dass ich in der Ecke weitermache. Ich will auch mal das ganze Holz da unten drin und so, das will ich hier alles mal ordentlich lagern. So, wie ihr sehen könnt, ich habe das Ganze hier ein bisschen eingepflanzt. Hat ein bisschen viel Erde abgekriegt, aber ich denke mal, das Wetter wird das nachher richten. Ja, das macht das Wetter nachher. Da vertraue ich drauf. So, für heute reicht's wieder. Folge ist voll, würde ich sagen. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.